Was ist ein Schamane oder eine Schamanin? Jetzt sind wir überschüttet mit allen möglichen esoterischen Literatur und Filmen. Und es kommt mir so vor, man weiß immer weniger, was das sind. In jedem Stamm und auch jeder Sippe oder so, da gibt es einige Menschen, deren Bewusstsein ein bisschen erweitert ist, über die Grenzen des Alltags hinaus. Und das ist so der Beginn des Schamanischen. Das sind welche, die Dinge erleben, sehen, wahre Visionen haben, die andere nicht haben. Was wir meistens gar nicht realisieren, wir sind kulturell geprägt, wir haben ziemliche Scheuklappen. Denn wenn man da zu weit draußen ist, dann ist man oft nicht richtig lebensfähig. Wenn man zu weit draußen ist und nicht zurückkommt, ja, dann sagen die Leute, und im schlimmsten Fall kommen dann sehr nette Menschen in weißen Anzügen und die geben einen eine Spritze, dass man wieder da ist. Aber es gibt wirklich diesen erweiterten Sinn und für einige Menschen ist das ganz natürlich. Und sie finden auch wieder zurück zum Alltäglichen, Wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Schamanen gehen weit hinaus in, man sagt, die anderen Welten. Das sind keine anderen Welten. Das ist einfach jenseits unseres beschränkten Bewusstseins und wissen, wie man wieder zurückkommt. Und sie können dann berichten über solche Dimensionen. Oft versteht man nicht, was sie da meinen. Deswegen müssen sie, was gesagt wird, so fast wie in Symbole, Märchen und märchenhaft darstellen. Sie erzählen wahre Märchen. Das Wort Märchen heißt nämlich Botschaften aus dem tieferen Sein. Das ist das Märchen. Deswegen, wie das Weihnachtslied sagt, vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bring euch gute, neue Meer. Diese gute Meer ist kein Erfundenes, sondern ist einfach ein Wissen von ein Erlebthaben von übernormal, alltäglich sinnlichen Vorstellungen. Wir leben alle in einer Welt, also ich mache hier die Scheuklappenwelt, denn sonst könnten wir kaum richtig funktionieren. Und bei der Bevölkerung oder bei einem Volk oder einem Stamm wird die Wirklichkeit von der Kultur geführt und bestimmt. Und das ist wie, sagen wir mal, wie wenn man einen Film schaut und man ist voll drin. Da ist irgendein, ja, ein Filmstar und Brad Pitt oder wer immer und die machen dann Sachen und man geht mit und wenn man dann im Kino sieht, die Leute atmen wie im Einklang und seufzen mit und lachen bei einigen Szenen, die sind voll auf dieser Schiene und so ist es auch, wir sind voll in den kulturellen Vorstellungen und die werden unterstützt. Früher waren es die Pfaffen oder die Priester, die dann predigten und das Weltbild, das vorgegebene Weltbild, das die Menschen führte und das sie eigentlich glauben sollten. Im Mittelalter die nicht mitmachen, wurden dann als Hexen diffamiert. Aber das ist so, dass das allgemeine Weltbild wenn man wieder das Beispiel von dem Film nimmt, zur selben Zeit könnte man hineingehen und schauen, ach, die Schauspieler, wie die mimen. Ich habe das schon selber erlebt. Abgesehen von der offiziellen Handlung, wo alle das Bewusstsein kanalisiert ist, abgesehen davon, das sieht man, ach ja, Schauspieler, ja, ja, oh, hey.
gut, meine Rolle. Und manchmal sieht man, ja, die sind so verkatert ein bisschen. Und dann muss es wiederholt werden. Es ist nämlich sehr viel dran, um den offiziellen Film zu machen. Schaut man den Film und man kann diesen Aspekt sehen. Man kann aber auch einfach sich konzentrieren auf das Flackern des Lichtes auf der Leinwand oder die Geräusche. Das wird alles ausgeblendet normalerweise. Und so blenden wir in unserem täglichen Leben alles aus, was nicht kulturell vorgegeben ist. Ganz wichtig in der heutigen Welt ist dann Fernsehen, die Massenmedien, das programmiert das Bewusstsein, das programmiert so sehr, das programmiert bis wie man aussieht. Und ich sehe, oder früher habe ich es mehr gesehen, als ich mich mit den Medien mehr befasste, oh ja, da ist ja einer, der ist ja voll auf der Wellenlänge von Richard Gere oder von Jennifer Lopez oder was immer, und ziehen sich so an und denken so und denken, ja, das ist meine Idee, ich bin ganz individuell und so weiter. Dabei sind sie eben, schwimmen sie in dem Kanal, der kulturell vorgegeben ist. Und dann gibt es einige, die gucken ein bisschen raus über den Rand und sehen, oh, das ist ja was anderes. Oder sie sehen, oh, wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, das ist nicht gut. Oder wow, das ist gut. Also das sind eigentlich die normalen, was wir heute Schamanen nennen, die über den Rand hinausblicken können. Wenn sie mächtige, große Schamanen oder Schamaninnen sind, dann können sie sehr weit blicken. Und was sie machen, das wurde oft dargestellt in traditionellen Kulturen, als das sind Personen, die dann den Weltenbaum hinaufklettern können. Die meisten von uns sind unter dem Baum, der Weltenbaum, im Mittelalter hat man das oder in der Renaissance den Weltenbaum zu den Planetensphären gemacht, und die Weisen und die Visionäre, die konnten da hochklettern. Der Schamane, der fliegt dann in Vogelgestalt. Das ist nur, um zu erklären, dass sie weit hinausgehen. Und die bilden sich das nicht ein. Das ist nicht, dass sie dann irgendwas fantasieren und den Leuten sagen, das wäre metaphysischer Schwindel. Die Schamanen selber, wenn sie etwas erzählen, dann klingt es märchenhaft, aber das ist nur eine Einkleidung einer echten Vision. Also sie machen den Leuten nichts vor. Es sind falsche Schamanen, die Gaukler, die den Menschen etwas vormachen, so im Sinne von, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist schlimm, wenn das geschieht. Also so ein bisschen, das ist was die Schamanen sind, um es zusammenzufassen. Das sind welche, die Fähigkeit haben, das Bewusstsein zu erweitern. Und manche ganz weit. Aber dies nicht nur das, sondern sie haben die Fähigkeit, wieder zum Alltag zurückzukommen und das, was sie gesehen haben, zu kommunizieren. Manchmal leiten sie die Menschen an, dass die das auch sehen können. Und wenn nicht, dann geben sie das in der Form von Märchen und Geschichten, die echt unterhaltsam sind und die wahr sind. Wie kann man unterscheiden zwischen wahren Schamanen und falschen Schamanen? Wie kann man überhaupt unterscheiden zwischen wahrer Vision und nur Einbildung? In der heutigen Zeit, mit so viel Esoterischem, ist das eine große Gefahr. Denn wir sind mit unserer materiellen Weltanschauung ziemlich abgeschnitten von diesen anderen Dimensionen. Allein schon, leider ist das so, allein schon der Strom, der bringt uns unter Spannungen, dass es für die Seele schwer ist oder für unseren Geist schwer ist, sich auszuweiten, das Bewusstsein auszuweiten. Wir sind eingeengt. Das ist wie beim Autofahren, wie auf der Straße oder Autobahn. Da fährt man und die Natur, die zischt einfach vorbei. So, die Pflanzen sind ja nur so braun-grünes Streifen. Und
wenn man anhalten würde, dann könnte man die einzelnen Pflanzen angucken und man kann die so genau angucken, dass man sieht, wie wunderbar sie gemacht sind, wie einmalig, wie lebendig sie sind und manche und die Farben und die Haare und dann vielleicht ein kleines Insekt drin. Das kann man nicht, wenn man in der Autobahn fährt. Und so ist die moderne Gesellschaft, unsere technokratische Gesellschaft, die natürlich auch voller Wunder ist und künstlicher Intelligenz und was immer, aber die gleicht wie eine schnelle Fahrt auf der Autobahn und wir sehen nicht mehr, was da wirklich da ist. Wenn die Menschen nur in diesem Bewusstsein wären oder sind, dann erzählt man, oh, die Blumen, da schaut mal, da sind kleine Insekten drin und guck mal, die Stängel haben ganz feine Haare und so weiter. Spinster. Es ist so, das, was die Schamanen sehen, ist Wirklichkeit. Und wir alle haben die Fähigkeit, nur sind wir so eingebunden in dem alltäglichen Leben und auch eingebunden in dem, was unser Karma von uns fordert. Wir sind ja hier aus einem guten Grund. Wir alle Menschen haben Karma. Sie haben etwas gemacht und sie haben Unsinn gemacht oder was immer. Und das muss man wieder gut machen oder man hat ein Versprechen abgegeben und so weiter, dass man im Leben, in dem Leben sich fokussiert auf die Lebensaufgabe. Schamanen und Schamaninnen sind welche, die vielleicht das alles von sich lassen konnten. Oft ist es ein Schicksalsschlag. Manchmal ist es eine schwere Krankheit, die brennt sozusagen, die reinigt die Seele und öffnet das geistige Auge, so dass sich das Bewusstsein erweitern kann. Und die falschen Schamanen oder auch die Esoteriker, die sich da eigentlich selber beschwindeln. In der heutigen Zeit sind ja so viele Menschen geistseelisch verhungert. Wir brauchen die Seelenbilder. Wir brauchen Bilder. Deswegen Kinder, die mögen Märchen. Die wollen sie immer wieder hören. Denn das sind Wegweiser in der seelischen Welt. Und wenn wir so verhungert sind, dann nehmen wir aus dem Fernsehen oder aus den Medien im Grunde genommen elektronisches Junkfood. Das scheint zu sättigen, aber sättigt nicht in Wirklichkeit. Und das Problem bei vielen, also ich will hier nicht Esoteriker schlecht machen, das ist einfach ein Zeichen, ein Hilferuf. Oh, und da überhaupt solche Fragen wie, gibt es Gott? Also was für doofe Fragen. Für die Schamanen ist es überhaupt kein Problem. Es gibt diese Welt, die unendlich ist in allen Richtungen. Und da kommen gar nicht solche Fragen auf. Dann weiß man, man lebt in einem göttlichen Universum und wird getragen davon. Aber wenn das fehlt, seelisch verhungert, ja, Menschen sind seelisch verhungert. Ich habe das persönlich erlebt, als ich aus Indien zurückkam, wo das ja wild zugeht in der äußerlichen Welt. Oh, da sieht man alles mögliche, verrückte Krankheit, nichts wird weggesteckt und kommt hierher und ich bin in Genf gelandet am Flughafen und oh, alles Luxus, die Klamotten fein, keiner ist physisch verhungert, aber wenn man in die Augen sieht, oh, das ist so wie leer, das tut einem richtig leid, die Menschen. Und dann in diesem Zustand, dann klammern sie sich an irgendeine Lehre, an eine Sekte, wissen gar nicht, dass das eine Sekte ist. Und da gibt's eine ganze Menge Sekten. Also nicht nur religiöse Sekten, weltanschauliche Sekten, Sekten der Psychedelik-Verehrer. Wie Wolfgang Neuss einmal sagte, ja, wir sind alle Insekten. Er meinte nicht Insekten, sondern wir sind Insekten. Also in beschränkten Bewusstseinszuständen. Das Wort Insekt passt, denn Sekt ist eine abgeschnitten sein, eine Sektion. Und die Insekten als Tiere sind wie, die sind äh,
Die sind wie, die sehen aus, als sind sie so wie zusammengefügt, wie Lego-Bausteine oder so. Aber abgesehen von dem, wenn man so verhungert ist, dann klammert man sich an diese Sachen. Und da kann natürlich irgendein Guru oder so kommen, meistens sehr teuer, und kann dann Wahrheiten verkünden. Und das ist heutzutage eben das Problem. Leute lesen Esoterik und glauben, sie wissen, ja, was in der anderen Welt und so vor sich geht. Das ist eigentlich an sich schon gesponnen. Denn die andere Welt, eigentlich gibt's die gar nicht. Es gibt nur diese eine Welt, diese göttliche Welt. Und wenn das Bewusstsein ein bisschen erweitert, es kann sich ins Unendliche erweitern. Für Leute, die diese Erfahrung noch nicht haben oder nicht haben, wir werden alle diese Erfahrung haben, bewusst, wenn wir sterben oder nachts. Wenn wir schlafen, geht die Seele hinaus, aber wir sind uns mit unserem kleinen Primatenhirn, Affenhirn, dessen gar nicht bewusst. Aber im Grunde genommen sind wir alle verbunden damit und es sind keine anderen Welten. Es ist nur diese Welt, dieses göttliche, dieses geistige Universum, das unendlich weit ist. Und das ist dieses göttliche Universum ist auch alles. Es ist nun nicht nur Licht und Liebe. Und da sagt ein Schweizer Sänger, das ist der Endo Anaconda oder der stille Haas, und er sagt, und er kommt als der dunkle Engel oder der gefallene Geist und sagt, wenn ich nicht da werde, du wirst verbonnen ohne mich im Licht. Du wirst verglühen in deiner Hitze. Also das sagt, und das ist, gehört dazu, wie Tag und Nacht. Zum Sein gehört Dunkelheit und Licht, Sonne und Mond, männlich und weiblich, Ekstase, Freude und Leid. Das gehört dazu. Und es kommt auf unser Karma an, ob wir das Leben mehr ekstatisch leben oder ob es eine Qual ist. Aber alles gehört dazu. Und die echten Schamanen, die können sich einstimmen. Wenn Menschen da leiden, können sich einstimmen, können ganz, ganz weit hinreisen. Manche Seelen gehen in diesen Welten verloren. Deswegen sagt man, die Schamanen, die gehen dahin, folgen ihnen und bringen sie zurück. Manchmal mit Gesang und Trommel. Und bringen sie in den Alltag zurück, in die Mitte, wo wir als verkörperte Wesen sein sollten. Und das können die Schamanen nur, wenn sie nicht belastet sind mit so ihren alten Vergehen und Schuldgefühlen und Hass oder Neid. Wenn sie da frei sind davon, dann können sie leichter reisen und können verlorene Seelen zurückholen oder können so weit gehen, dass sie sogar mit den Verstorbenen kommunizieren können. So weit können sie gehen. Vorbild in der germanischen Mythologie ist der Zaubergott, der Schamanengott Odin, Woden hieß er im Englischen, Wodan hier in Mitteleuropa, Godan bei den Langobarden, Wodis bei den Alemannen, er hat viele Namen. Aber er hat ein Zauberpferd, den dahinschleifenden Sleipnir, ist ein ein Schimmel. Schimmel bedeutet ein Geisterpferd. Es hat 8 Beine. Ein Pferd mit 8 Beinen. Symbolik. Wahre Symbolik. Das heißt, wenn sein Pferd reitet, ist er so tief im Trance, so tief, seine Seele reißt so tief, dass er wie auf einer Totenbahre liegt. Und eine Totenbahre hat, wo die Leiche drauf liegt oder der Tote drauf liegt, hat 8 Beine. So, 4 Leute tragen das. Das sind Sinnbilder. So weit kann er reisen. Und Wodan kann reisen bis in das Gefilde, wo die Toten sich befinden.
Ich habe mal mit Albert Hofmann gesprochen und er sagte mir, hat mich erstaunt und das stimmte, weil er war wirklich einer, der genau schaute und sehr wahrhaft. Er war kein Spinner, kein Esoteriker. Und er sagte, die Toten befinden sich dort, wo die Pflanzen ihre Archetypen oder ihre Geister haben. Und so weit, wenn man dahin kann, wenn man zu den Pflanzen Devas wirklich mit denen kommuniziert, und das ist nicht einfach, das ist nicht einfach, dass man ein Wochenendseminar macht und Trommeln lernt und ein bisschen räuchert. Nee, das kann kaum jemand. Und dann in dieser weiten Sphäre, da können die Toten erscheinen. Das ist auch die Mythe von Odin. Odin ist nicht wie damals im Dritten Reich als Kriegergott oder bei den Wikingern in der letzten Phase des nordeuropäischen Heidentums ein Führer der Krieger. Das kann er auch sein. Also Krieger kommen ja auch in eine Art Ekstase, die übersteigen, transzendieren ihr Menschliches. Und wenn sie dann fallen, natürlich kommen sie dann in Odins Himmel oder bei den Kelten an die Tafel des Bärenkönigs Arthurs. Da kommen sie hin. Das ist alles klar. Aber im Grunde genommen war Odin oder Wodan ein Schamanengott. Ist auch interessant. Christian Retsch sagt, wir sind eine Kultur, wo der Hauptgott ein Schamanengott war. Ist auch interessant. Und es ist eben diese Offenheit, aber wichtig ist in der Mitte sein, ganz in der Mitte, denn sonst gibt es kein wirkliches Schamanentum. In der Mitte, wie im Sturm, im Wirbel des Daseins. Im Wirbelsturm gibt es ja das Auge in der Mitte des Sturms, wo Stille ist. So. Oder ein anderes Bild, das in ganz Sibirien verwendet wurde und auch zum Teil bei uns. Die Mitte des Seins ist wie der Nordstern, der sich nicht bewegt. Der ist immer an derselben Stelle, aber der ganze Sternenhimmel, ganz nah ist der große Wagen, also der große Bär, kleine Bär und so weiter, dreht sich am Tag. Der ganze Sternenhimmel dreht sich, so sehen wir das von der Erde, um den Nordstern. Und so ist es. Unsere Mitte, das ganze Universum dreht sich darum. Und der Schamane kann hinausgehen in diese Sachen und kommt wieder zurück. In Indien ist es Shiva, das reine Bewusstsein in ganz tiefer Meditation. Und die Göttin, Shiva und Göttin, Gott und Göttin sind eins, aber sie teilen sich so. Shiva ist das reine Bewusstsein und die ganze Welt, alles tanzt rundherum. Das ist der Tanz der Göttin Maya. Maya ist die Illusion des Wahns und das tanzt rundherum und eine Illusion nach der anderen. Sie hat Tausende, Milliarden, Trillionen von Schleiern. Und er im vollen Bewusstsein, also genießt das, während wir, wenn wir da reinkommen, werden verrückt. Deswegen sollten wir uns immer mit der Mitte verbinden können. Mich hat vor einigen Jahren ein junger Mann angerufen und der sagte, er hätte einen LSD-Trip genommen und er hatte erlebt, dass die Welt schrecklich ist und dass Gott ein furchtbarer Dämon ist. Und was soll er davon halten? Der hat das erlebt. Ja, sein Erlebnis war richtig. Nur ist er in die eine Seite oder ist er in die eine Dimension gerutscht, wo das so ist, anstatt in die Ganzheit, das alles umfasst, anstatt in dem Göttlichen. Und ja, ein echter Schamane hätte ihn wieder hinausziehen können, in die Wonne des Daseins, in die Wonne, die Inder sagen, Sat Chit Anand. Sat ist eben Wahrheit, ist Sein, Wahrheit. Shit ist nicht, hey man, it's good shit, ist nicht das, sondern Shit heißt, heißt auch Bewusstsein, Bewusstsein, alles hat Bewusstsein.
Jeder Stein hat Bewusstsein. Steinsein. 100 Millionen Jahre Steinsein. Boah, boah. Mann, ganz tiefes Bewusstsein. Pflanze sein, boah, ekstatisch, mit jedem Blatt mit der Sonne verbunden und mit jeder Wurzel mit der Erde, der mütterlichen Erde, mit allen Elementen verbunden. Auch eine tolle Art zu sein, auch ein tolles Bewusstsein. Und dann Anand, letztendlich ist Anand heißt die Wonne oder die Glückseligkeit. Das ist die Grundlage des Seins. Und ohne die Schattenseiten und so weiter, es wäre langweilig. Man würde verglühen im Licht. Und da die Esoteriker haben da ein Problem damit. Sie haben ein großes Problem, indem sie glauben zu wissen, weil sie viel gelesen haben. Oder ihr Guru hat was gesagt. Am besten ist es, man fängt an und man wird leer und lässt die Natur auf einen wirken. Und manchmal kommt man tiefer hinein. Wenn man bei einer Blume ist, kann man sehr tief hinein. Da kommt man in einen Zustand, ja, des Sehens, der Glückseligkeit, des tieferen, weiteren Sehens. Das ist, was die Schamanen können. Eine Frage ist, gibt es bei uns in Europa echte Schamanen? Gibt es die? Ja, selbstverständlich. Es gibt immer irgendwo, und das sind nicht welche, die dann groß auftreten und ja Sekten haben oder die gelernt haben, wie man cool aussieht und Federn in den Hut steckt und irgendeinen Trommelrhythmus gelernt haben. Das ist alles, ja, das ist alles so in Richtung Charlatanerie. Das sind die Charlamanen. Aber es gibt Menschen und meistens sind es einfache Leute. Oft, also ich habe das gesehen bei Bauern oder so, die mit der Erde verbunden sind und die hineinsinnen, die spüren, was die Erde braucht und die, wo die Elementarwesen, die Zwerge ganz nahe sind und diese erscheinen dann schon in den Träumen, wenn man sehr stark fest arbeitet und müde ist und am Abend sich auf die Bank setzt und vielleicht noch ein Bierchen dazu trinkt oder eine Tabakspfeife raucht. Und dann schaut man über das, was man getan hat. Das war früher wichtig, Feierabend, war schon bei den Kelten ganz wichtig. Da gab es sogar eine Feierabendgöttin. Und das ist... ja, und dann kann es sein, dann gerät man, was für die Kelten wichtig ist, in diese Zwischenphase zwischen Wachen und Schlaf. Und dann können diese Naturwesen auch Gestalt annehmen und erscheinen. Sie benutzen dann Bilder, die wir in unserer Seele haben, um sich einzukleiden, damit man sie erkennt. Denn an sich, die haben ja keine physischen Körper direkt. Sie sind zwar mit der Physis verbunden, aber dann kann man sie in dem Zustand sehen und man kann auch mit denen kommunizieren. Man kann sie um etwas bitten das ist möglich und da gibt es viele Menschen, die so etwas können. Es gibt auch zum Teil auch Künstler, aber nicht alle, oder Musiker, die so Richtung schamanisch gehen. Und da gibt es genug Leute bei uns und da braucht man nicht zu irgendeinem Schamanen nach Südamerika oder Mexiko oder Afrika oder Australien gehen. Denn die Symbolik, die dort verwendet wird, ist gebunden an der lokalen Natur. Südamerika zum Beispiel. Die Anaconda, wow, ist ein mächtiges Geistwesen. Oder der Jaguar, oder die Blattschneider-Ameisen, oder der Ameisenbär. Die haben alle symbolische Bedeutung in den Kulturen. Aber unsere Ahnen kannten das nicht. Das ist interessant. Ich mag das auch. Aber unsere Ahnen, die kannten den Bären. Und das war das mächtigste Tier im Wald.
Weiter im Süden war es eben der Löwe, aber bei uns hier in Mittel-Nord-Osteuropa, da war der Bär, der war der Mächt, der war der König der Tiere. Und alle Tiere, keins konnte den Bären was antun. Und das Wesen des Bäres ist gemütlich, aber kräftig und wirklich gut. Ich habe ja ein Buch über Bären geschrieben, weil ich Bärenerlebnisse hatte mit den Bären, Auge zu Auge mit Grizzlybären. Ne? Und da ich so überrascht war, dass mir plötzlich Grizzlybärmutter mit zwei fast erwachsenen Jungen auf der anderen Seite eines Hügels, eines Buttes in Montana erschien, das war so plötzlich, ich hatte keine Zeit, Angst zu haben. Ich sah nur wie ein weißes Licht. Ich war in der anderen Dimension, aber wirklich. Also, und dann hörte ich, und dann merkte ich, die hat mich geschnuppert und dann ist sie auf allen Vieren und ist an mir vorbei. Ich hätte sie berühren können. Und dann kamen ihre zwei fast erwachsenen Jungen. Also das sind Erlebnisse, die das Leben verändern können. Deswegen habe ich auch das Buch mitgeschrieben. Und das ist den Bären, den kannten unsere steinzeitlichen Vorfahren, als die Jäger und Sammler waren. Da war der Bär hoch verehrt. Und die Höhlenbären kannten ja schon die Neandertaler vor 100.000 Jahren, spätestens 50.000 Jahren, sie wohnten zum Teil in denselben Höhlen wie die Höhlenbären. Also das ist zum Beispiel, oder der Wolf. Der Wolf ist immer so wie die Grenze des Seins. Er ist der Hüter der Grenzen. Also Wolfschamanen sind diejenigen, die bei denen es stimmt, denn an einem Wolf, zu einem Wolfsrudel kann man nicht kommen, wenn man nicht gut riecht, also wenn etwas faul ist, wenn man nicht wahrhaftig ist. Ein reiner Mensch kann durch ein Wolfsrudel gehen. Das sind Erfahrungen, die unsere Vorfahren haben. Und da gab es Wolfsschamanen. Da gab es sogar bei den Nordgermanen eine Jugendeinweihe. Das sind die jungen Männer in den Wald, in die Wildnis geschickt worden, haben dort, wie die australischen Ureinwohner beim Walkabout, haben dort ungefähr ein Jahr verbracht. Die hatten nichts, nackt und mit einem Schwert. Und wenn sie einen Wolf getötet hatten, trugen sie das Wolfsfell oder einen Bären. Deswegen Berserker heißt der Träger des Bären. Mantels, echter Bär. Und wenn sie da überlebten, sie wurden natürlich auch von alten, weisen Zauberern, Schamanen gelehrt, aber sie lebten in der Wildnis und sie sind dadurch, Bären, Wölfe und so weiter, ihren inneren Ängsten begegnet und haben die überwunden. Wenn sie dann zurück in die menschliche Gemeinschaft kamen, da hatten sie all den Irrsinn, all die Ängste abgelegt. Da konnten sie dann heiraten, denn sie hätten die Fähigkeit, eine Familie zu beschützen und ein Heim zu beschützen. Und das waren oft die friedlichsten, die es gab. Das sind uralte Einweihungen in unserer Gesellschaft. Und wir haben, ich meine, das geht nicht nur die Pflanzen, die Raben, Odins, die dann weit ausfliegen. Das waren wie die Kundschafter dieses Schamanengottes. Einer hieß Munin und einer Hugin. Und das eine die Gedanken und der andere symbolisierte die Erinnerung. Und Odin sagte, ich habe Angst, wenn sie mal fortbleiben, besonders wenn Munin die Erinnerung nicht zurückkommt. Wir haben eine ganz tiefe Vergangenheit, Mythologie, die Medizinleute, die Schamanen der anderen Völker, wenn sie ehrlich sind, sagen, ja, ihr könnt von uns lernen, aber geht zurück zu den eigenen Wurzeln. Immer hört man das. Das haben auch, im Grunde genommen hat das
mir auch Bill Talbot, von dem ich sehr viel gelernt habe, Cheyenne Medizinmann, ganz toller, starker Medizinmann, finde deine eigenen Wurzeln. Das ist auch wichtig, dass wir wieder ankommen, auf dieser Erde hier, bei unseren Tieren. Und dasselbe mit den Pflanzen. Was sind da für Geschichten, die das Gänseblümchen erzählen kann? Wächst auf Wiesen und Weiden und wo das Gras kurz ist und blickt immer zur Sonne. Das, man nennt es das Tagesauge im Englischen, im Altenglischen, im Angelsächsischen. Day's Eye oder Auge, das Tagesauge, Daisy heißt es im Englischen, weil es mit der Sonne verbunden ist. Es wächst, wo die Mädchen auf dem Dorfanger die Gänse hüteten und ist ein Bild von der geliebten Göttin Freya, die die Seelen hütet, wie die Gänse. Passt sie auf, dass die Gänse dann fröhlich grasen und schnabeln können. Wir sind so voller Wissen, das mit uns mit unseren Vorfahren verbindet, mit der alten Steinzeit schon, pflanzenmäßig, baummäßig, die Eiche, Baum, wo der Blitz reinschlägt, verbunden mit dem Donnergott, dem keltischen Tanaris, dem germanischen Donar, den Zeus, dem griechischen Jupiter, immer mit der Eiche verbunden. Baum der Mitte des Sommers. Baum, der die maskuline Stärke symbolisiert und zur gleichen Zeit Eicheln produziert, die die Wildschweine gerne fressen. Ein nährender Baum, wo ja Tiere, Spechte und so weiter ihre Höhlen drin machen. Ein freundlicher, ein femininer Baum. Männlich und weiblich, alles. Also diese Mythologien sind so stark und wir brauchen das, damit wir nicht irgendwelchen esoterischen Spinnern auf den Leim gehen. Das ist alles in uns. Wir alle haben die schamanischen Fähigkeiten. Nur so ein kleines bisschen, aber manchmal ein bisschen mehr und dann wieder nicht. Und manchmal ist es gut, aus dem offiziellen Mainstream, der uns eingetrichtert wird in den Schulen und vor allem in den Massenmedien, in den Zeitungen, im TV, Fernsehen und so weiter, dass wir da mal einfach rausgehen, uns mit der Erde, der Natur verbinden. Und die Schamanen sind immer diejenigen, die die Natur kennen, die aber auch die Märchen und Sagen kennen. Und all das gehört uns. Und da braucht man nicht unbedingt oder man braucht eigentlich nicht, da irgendwo ans Ende der Welt zu gehen. Das kann hilfreich sein, aber die echten Schamanen werden sagen, geh zurück und finde die Wurzeln, denn ihr habt diese Wurzeln. Ob ich ein Schamane bin, das wird gefragt. Naja, ich habe mich immer dafür interessiert. Und ich bin ja, ohne dass ich es wollte, in vielen Kulturen gewesen. Deswegen habe ich mich gefunden in der Anthropologie, Kulturanthropologie, weil als Kind im Nachkrieg Sachsen und dann in Norddeutschland, damals war das noch ganz anders, und dann sind wir ausgewandert in die USA. Da habe ich bin ich fast nur in den Wald gegangen und die Leute in dem Dorf wussten nicht, was sie denken sollten. Ich habe nicht Sport gemacht wie die anderen. Zur Neujahrszeit, Neujahr, wo die anderen Partys hatten und wilde Feste, bin ich in den Wald gegangen mit einer kleinen Schaufel und habe mir ein Loch, damals gab es viel Schnee, ein Loch gegraben und habe dann Sterne angeguckt und Gott gelobpreist. Und dann nächste echte Kulturschock war studieren gehen, in der Stadt, an der Universität, war eingekerkert fast in einem Studentenheim, wo 500 Studenten drin waren auf jeder Etage und dann 4 pro Zimmer. Ich bin dann immer raus,
und bin in den zu den Bäumen, da, das war so ein kleiner Wald am Fluss, und bin da geklettert und habe dann draußen geschlafen. Also ich würde nicht sagen, dass ich habe das Wort, ja, das habe ich dann Schamane erst kennengelernt in dem Studium. Aber das hat mich immer interessiert und meine Dissertation, die habe ich geschrieben über eine Sekte von, die nannten sich Spiritualisten. Die waren so ein bisschen wie Spiritisten, die haben für alles die Totengeister beschworen. Und da habe ich dann mitgemacht und habe dann so ein kleines Training mitgemacht. Das habe ich in einem Buch geschrieben, das Buch Mein amerikanischer Kulturschock. Ein blöder Titel, aber da ist es drin. Und da habe ich dann mitgemacht, eine Ausbildung als Medium, wie man mit den Geistern kommuniziert. Das war auch so halb Charlatanerie. Aber das sind so alles die Stufen meines Erlebnisses. Also ich habe mich eigentlich nie Schamane genannt, das wurde mir angehängt. Da kam Geo, das ist so eine Zeitschrift, plötzlich, als wir hier im Allgäu vollkommen unbekannt waren. Und ich habe meine Bücher mit einer kleinen Reiseschreibmaschine geschrieben. Und wir haben von Wildpflanzen und von einem Garten gelebt. Also wir hatten kaum Einkommen. Und und da kam dann Geo und die haben wie verrückt fotografiert und dann hieß es, der Schamane aus dem Allgäu. Ich wohne im Allgäu, aber Allgäuer muss man erst mehrere Generationen hier leben. Und man muss hier die Mundart sprechen können. Da muss man wissen, was es bedeutet, wenn die Schumpe umeinander flackert. Oh. Wo das Jungvieh ist. Und das habe ich alles nicht lernen können, denn sobald Einheimische kamen, haben sie mit mir Schriftdeutsch, also Hochdeutsch, geredet. Ich sage, ich möchte eure Sprache lernen. Und ich sage, ja gut, ein Satz Allgäuisch, Alemannisch, Allgäuisch. Und dann kamen sie sofort wieder auf das. Ich würde mich nicht als Schamane bezeichnen. Das wurde eben in dem Buch Der Schamane aus dem Allgäu. Bin nicht aus dem Allgäu und ich bin im Grunde genommen Ethnologe, also Wissenschaftler. Ich bin nicht Schamane. Ich bin auch nicht jemand, der rumgeht und Seelen zurückholt. Manchmal zufällig. Oder der Leute heilt. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht mein Dharma. Wir alle haben Lebensaufgaben. Meine Aufgabe ist genau das, was ich jetzt mache, Sachen zu erzählen, wahre Sachen. Und das ist ganz wichtig, dass wir, was wir sagen, der Wahrheit entspricht. Das habe ich auch von unter anderem von den Cheyennen gelernt. Denn wenn die Worte mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen, wenn Lüge kommt, das schafft Chaos. Wenn in einer Gesellschaft nicht die Wahrheit gesprochen wird, wenn die Politiker nicht die Wahrheit sagen, dann macht das Dissonanzen und endet schließlich im Chaos. Und es ist wichtig, dass wir in Harmonie und in Liebe miteinander leben. Aber nicht nur als Menschen, sondern auch mit den Tieren und mit den Pflanzen. Und dazu erzähle ich Geschichten und versuche, die Leute wieder mit ihren Wurzeln zu verbinden, ohne zu sagen, ja, unsere Wurzeln sind die allerbesten. Nein, jeder hat Wurzeln, jeder hat wunderbare Bilder. Die Geschichten von der Anaconda in Südamerika, super, wunderbare Geschichten. Aber die passen hier nicht. Wir haben hier Blindschleichen, vielleicht mal Kreuzotter oder so, die auch eine Rolle spielen. Oder die Ringelnatter, die oft mehr im Osten, den Hausgeist, den guten Hausgeist verkörpert. Und die kriegt dann eine Schale Milch. Und man sagt, ja, eine Schlange tötet sie. Nein, also diese Verbindung brauchen wir, sollten wir wieder finden. Und wo findet man das? Man findet es, wenn man direkt zum Phänomen geht. Also willst du etwas über Gänseblümchen erfahren, dann geh hin zum Gänseblümchen, setz dich hin und guck. Danach kannst du vielleicht nachschlagen oder Werbung, ein Buch von mir lesen.